Hallo und herzlich willkommen zu Folge 212 von Xeres Rückkehr. Wir befinden uns hier gerade, ja, immer noch im Eisgebiet. Im südlichen Abschnitt haben wir jetzt quasi in der letzten Folge so, ja, eine Art, ja, Rundgang durchlaufen. Also wir sind irgendwie von der Krypta ein bisschen zurückgelaufen im südlichen Bereich, weil ich nicht mehr genau wusste, wo wir waren. Am Ende waren wir dann wieder bei dem Steinkreis unten vor der dämonischen Mine. Und nun sind wir jetzt quasi wieder in der Nähe des, ja, Wachturms oder Aussichtsturms oder Jägerstuhl oder was auch immer, mit dem Eisläufer drunter, wo der Kerl oben krepiert ist, der uns seinen Tipp gegeben hatte: In einem Baumstumpf hätte er sein Hab und Gut versteckt. Und dann waren wir eigentlich, wenn wir genau genommen ehrlich sind, auf der Suche nach diesem Baumstumpf. Und dabei hat es mich dann wieder irgendwie wieder in den Süden gerissen. Jetzt haben wir hier genau vor uns dann diese Krypta im Wald. Und wir sind quasi hier rechts entlang zur Orientierung wieder etwas, ne, da halt entlang gelatscht. So, und jetzt wird's dunkel, aber ich brauche gar nicht in diesen Unterschlupf gehen, denn ich weiß genau, dass es da unten auch ein Bett gibt. Hinter der Krypta. Und da können wir auch pennen. Also immerhin gibt es hier Übernachtungsmöglichkeit in Hülle und Fülle. Immerhin das. Links und rechts ein dichter Wald, aber es fehlen da die Gegner, die für Unbehagen sorgen könnten. So. Und das Feuer ist auch an. Aber es ist zu weit entfernt, dann komm, mach ich keine Faxen, Mann. So, und wieder ein neuer Tag. Und auf geht's. In der letzten Folge, was haben wir da entdeckt? Mal abgesehen davon, dass wir da ein paar tausend EP zusammengesammelt haben, haben wir einen Riesen entdeckt. Der vielleicht, muss ich jetzt dazu sagen, in irgendeine Quest eingebunden werden könnte, früher oder später. Denn in Kapitel 3 werden uns hier noch mehrere Quests erwarten. Also nicht allzu viele, aber halt ein paar werden dazukommen. Und vielleicht, ja, hat dieser Talos, so heißt der Riese, was damit zu tun. Kann man ja nur vermuten. Denn der Kerl hat einen Gürtel bei sich, der Schutz bietet, vor allem mit einem Wert von 20. Das ist enorm viel für einen Gürtel, muss man an der Stelle mal anmerken. Und es kann gut sein, dass wir den dann halt besiegen müssen. Vielleicht innerhalb einer Quest. Allerdings kann es auch sein, dass das nicht fertig geworden ist, so wie hier auch andere Quests. Das kann gut durchaus sein. In dem Fall werden wir ihn wahrscheinlich einfach so töten. Und hoffentlich werden wir in dem Zusammenhang dann auch den Gürtel bekommen, wenn wir ihn getötet haben. Denn er hat den Gürtel nicht angelegt, er hat ihn im Inventar liegen. Das heißt, sobald wir ihn töten, können wir den Gürtel mitnehmen. So die Vermutung, und so wird es auch Sinn machen. Aber wer weiß? Wer weiß, es kann ja alles passieren hier. Wie viele Kollegen haben wir? Nur drei? Also erstmal gar keinen Schaden. Schlage ich mal dezent vorbei. Nur wenige Erfahrungspunkte trennen uns vom nächsten Level ab. Genau zu sein, 800. Und da unten ist die nächste Höhle. Und davor noch ein paar Golems. Also übertreiben wir wieder komplett. Oh, Baumstümpfe. Vielleicht sind das ja die, die wir suchen. Jetzt, wo ich mir das Ganze jetzt hier mal anschaue, gibt es ja auch mehrere Baumstümpfe. Da hinten sind auch welche. Wobei, da entfernt man auch welche. Naja. Ui, da unten geht's wieder runter. Was denn da ist? Da wieder irgend so ein untotes Vieh oder was?
Nachtmaskelett. Ach du Schande, okay. Da gehen wir mal lieber hier in Stealth Mode. Sicher ist sicher. Ja, das war's mit dezenter falscher Ring. Aber das ist sogar noch mehr, das ist noch. Das sind noch die ekelhaften Skelettmagier. Ist der weit entfernt von den Skelettmagiern? Jo. Ich denke schon. Das sieht ja hier wieder sehr interessant aus. Nachtmaskelett. Nicht ausflippen, Leute, alles gut. Langsam, hab ich gesagt. Warte, der soll nicht leben. Ist dir was passiert? Da bleib ich mal dezent stehen. Weil ich's kann. Mann, der. Da hat ja kaum Leben. Was ist da passiert? Ja, ja, genau. Das war mir wieder klar. Dass ich hier von hinten dann verarscht werde, ja, ja. Verkackter. So. Jetzt kann ich mich auch gerne mit dir knüppeln, ja. Jetzt ist ja auch niemand, der stört. Das wundert mich echt, dass der eine Golem Drittel nur noch Leben hatte. Was ist da passiert? Übrigens scheint es, dass der Eisblock eben getroffen hatte. Und jetzt eben, aber irgendwie wurde ich trotzdem nicht. Warte mal, hatten wir denn vor, hatten wir denn komplette Kälteresistenz von der Griselda gehabt? Wie war denn das? Wir hatten auf jeden Fall irgendwelche Resistenzen bekommen. Hatten wir auch welche vom Einfrieren? Ich glaube schon, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Also Giftresistenz und Krankheitsresistenz sind jeweils hochgegangen. Nichts zu holen. Ansonsten kann gut sein, dass noch was hochgegangen ist. Übrigens ist hier gar keine Höhle. Es sieht nur so aus. Wir haben mal wieder gut 3000 DP gemacht. 27.000, 28.000 ungefähr bis zum nächsten Level up. Nichts zu plündern. Auf gut Deutsch, da ist nichts gar zu holen. Nix. Also natürlich ist es schon noch ein bisschen was, ne? Klar. Stufe 4 jetzt ist unfassbar. Unfassbar. So. Baumstümpfe. Uninteressant. Der Punkt ist, das hätte ich halt schon irgendwie noch gern erledigt, bevor wir hier abdüsen. Ne? Weil hier. Es kann natürlich auch wieder sein, dass das ins Leere führt und es gar keinen Baumstumpf gibt mit Kram. Und diese Notiz ist so wie einiges anderes ja auch einfach noch unfertig. Das könnte ja sein. Ansonsten ist es halt so, dass es nirgendwo hier in unserem Tagebuch festgehalten ist. In unserem Missionsbuch. War ja keine Quest. Das heißt, falls ich mir das mal irgendwie. Falls es in Vergessenheit gerät, ja, dann. Bleibt es wahrscheinlich vergessen und das will ich eigentlich nicht. Ich glaube auch, dass das nicht euer Fokus ist, also nicht eure Priorität. Mir dann früher oder später zu sagen, ey, du hast einen Baumstumpf vergessen, der vielleicht mittelmäßig guten Kram birgt. Deswegen keine Ahnung, wo dieser Baumstumpf denn dann sein soll. Naja, jetzt suchen wir einfach mal weiter hier den Süden. Da ist nichts zu holen, nichts zu plündern. Im Notfall, was weiß nicht, vielleicht schreibt es ja doch einer irgendwann einmal in die Kommentare. Ja, und sofern es dann immerhin einmal steht, steht es schon mal da. Ich meine, wo soll ich denn hier jetzt noch einen Baumstumpf suchen? Ich dachte halt in der unmittelbaren Umgebung. Aber entweder war ich blind oder da war kein Baumstumpf. Weiß nicht, ich kenne einen Jäger, überall seinen Kram versteckt haben. Was mache ich da hinten wieder? Das ist mir schon aus
aus der Entfernung ein bisschen aufgefallen. Das ist wieder irgend so ein Goblin-Unterschlupf. So ein Goblin-Dorf oder was weiß ich. Bestimmt, das sieht doch 1:1 aus. Okay. Aber mit den untoten Kameraden. Aber ein böser Skelettmagier. Die sind wohlgemerkt immer böse. Hallo? Okay. Nix, geh weg mit deinem Scheiß. Die armen Goblins. Die wurden ein bisschen verarscht, in Untote verwandelt. Aber, naja. Was soll ich das sagen? Ich kann ihnen auch nicht helfen. Da ist nichts zu holen. Ansonsten haben wir hier wieder trotzdem ein bisschen EP gemacht. Ich muss sagen, ich habe mit mehr Goblins gerechnet und mit weniger Untoten. Nichts zu holen. Ich dachte eigentlich, da wären vielleicht so 10 schwarze Goblins oder Goblin-Krieger. Das ist einfach ein Skelettmagier, der die kleinen Viecher sich untertan machte, sowas aber auch. Kann alles passieren, ne? In der Natur von Gothic. Ansonsten, das steht ja eigentlich nur noch das mit dem Baumstumpf aus, ne? Gut. Und der nicht fertig, oder nicht zu beendenden Quest und halt die andere Quest, die ich erst später bearbeiten werde, weil ich ansonsten einen Kollaps bekomme. Denn ich werde jetzt nicht nochmal den ganzen Norden absuchen, in der Hoffnung, einen Hinweis für diesen Geister zu finden. Das ist dann auch zu viel. Dann hätte ich gerne lieber erst dieses neue Teleportsystem oder Teleportruhen oder sonst irgendwas. Weil das ist sonst hier harter Tobak. Das ist hier nämlich der pure Wahnsinn. Sind ja schon ein paar Folgen hier. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, die Dichte des Inhalts ist jetzt nicht allzu hoch. Aber umso intensiver sind die Laufwege. Na gut, na, über die EP, die man hier bekommt, beschwere ich mich gar nicht. Also das ist, Gegner findet man ja schon genug. Dennoch liegen sie halt gute Stücke auseinander. Weil es halt ein sehr weitläufiges Gebiet ist. So, da vorne müssten wir auch schon bald im Norden sein. Heißt, in der nächsten Folge werde ich dann wahrscheinlich auch wieder ins Minental gehen. Oh, eine Höhle. Und ich muss dennoch sagen, ich habe vermutlich einiges übersehen hier. Noch mehr Goblin-Skelette, ah, warum nicht? Warum nicht? Wo ist denn hier ein Goblin-Skelett? Hat er sich verlaufen? Deine Hütten, die waren da unten. Naja. Auf jeden Fall bin ich dann gar nicht ganz ruhig, wenn wir wieder zurück ins Minental marschieren. Wir haben ja soweit auch alles Wichtige mitgenommen vorerst. Und außerdem werden wir sowieso wieder herkommen. Ich würde nur gerne interessieren, in welchem Zusammenhang wir wieder herkommen. Vielleicht im Zuge der Hauptquest, wer weiß. Dann hätte ich vielleicht doch ein bisschen was. Nee, das glaube ich aber eher nicht. Es wurde ja mehrmals bestätigt, dass es hier ein rein optionales Gebiet ist. Deswegen gehe ich davon aus, dass, jetzt sind wir hier, das ist ja der Hammer, okay. Deswegen gehe ich davon aus, dass hier noch keine Hauptquest zu finden sein wird. Okay, jetzt wissen wir immerhin, wo die Krypta ist und der Orkfriedhof. Also die Frage, ob hier noch ein paar Gegner sind. Irgendwie kommt der Wahnsinn. So, du findest vereinzelt in jedem Hektar eine Winterroute. Am Anfang habe ich gedacht, die sollen einen irgendwo hinführen, aber das ist Schwachsinn. Auf der anderen Seite macht es natürlich Sinn, dass die
Vegetation gering ist. Ist ja wie gesagt auch Schnee. Aber so ein, weiß ich, so ein bisschen Kronstöckel, Drachenwurzel, Goblinbeeren wären doch eigentlich drin. So in jedem Eck der Karte hier. Weil die Chance, das zu übersehen, die ist sehr hoch. Wo sind wir denn jetzt überhaupt? Ist ja oberhalb des Sees, ne? Jo. Ist auch noch die Frage, ist auf dem See irgendwas? Also außer dieser Spinnen, Königin, Spinnenmonster, was auch immer, Gedöns. Vielleicht eiern da ja 300 Eiswürfe noch drauf rum. Das kann man ja hier nie genau wissen. Aber ansonsten müssen wir jetzt hier alles haben. Ja, ansonsten müssen wir alles haben. Dahin steht ein Troll. Das war wieder. Das war Vorführeffekt. Ich wollte gerade gehen. Aber das war auch gut versteckt hinter dem Felsen. Kann man nichts sagen. Auf jeden Fall sind wir bereit für Trolle. Das können wir auf jeden Fall so festhalten. Wenn wir das nächste Mal nach Elendil gehen oder so, da können wir alles auseinandernehmen. So, und da war noch eine Winterroute. Waren hier nicht die ganzen Wölfe? Ich dachte eigentlich, hier wäre das große Wolfsrudel gewesen. Einmal noch mal kurz hier durch den Wald. Hallo? Aber wir sehen ja nichts, haben wir den Bogen draußen. Auf der anderen Seite sind die Bäume hier auch ziemlich dicht. Könnten auch Gegner verdecken. So, gut, du läufst aus dem Wald, denkst ja, okay, da ist nur so ein kleines Stück noch, aber nein, das ist überhaupt nicht klein. Hier könnten noch überall Gegner sein. Ja. Kaum habe ich gesagt. Bitteschön, Keiler Rudel. Gibt es ja wieder gut viel Fleisch. Nichts zu holen. Was im Nichts Riesenpfeiler? zu holen. Da ist nichts zu holen. Von wo muss ich auf den interagieren? Da ist nichts zu holen. Nichts da zu ist plündern. Nichts zu holen. Okay, hab ihn. Ja. Was soll ich sagen? Wir haben wieder. Ah, nicht ganz ein Viertel, sagen wir mal 20% von der EP-Leiste schon wieder gefüllt. Das ist einfach nur krank. Einfach nur krank. Okay, nun gut, jetzt auf der anderen Seite. Wir werden ja wahrscheinlich immer noch ein bisschen was finden können, wenn ich hier alles noch zum 100. Mal durchlaufe. Aber ich würde sagen, wir machen uns jetzt einfach mal auf zum Steinkreis und in der nächsten Folge gehen wir dann ins Minental. Denn wie gesagt, ihr kennt mich, ich würde zwar gerne immer alles so schnell es geht abschließen, aber wir kommen hier nochmal her und treffen doch mal Eiswölfe. Was ich sagen wollte, wir kommen ja eh nochmal hierher. Und da werden wir dann den Rest an Gegnern und wichtigen Gegenden bestimmt finden. Und wenn wir nicht alle Gegenden abklappern, beziehungsweise nicht alle Monster finden oder Tiere, dann ist das eben so. Allerdings habe ich jetzt keine Lust, hier allzu viel Zeit zu vergeuden. Denn das ist schon ein bisschen extrem mau, wenn man hier einfach mehrere Stunden lang einfach noch Gegner schlachtet. Beziehungsweise, nee, man muss ja erstmal die Gegner suchen, beziehungsweise finden. Aber da sind sie doch. Da sind sie allesamt. Scheiße, wie viele Hasen sind denn hier? Ist doch bestimmt ein Rätsel. Sobald alle tot sind, erscheint hier irgendein Eisgeist. Weil ich die Ruhe der Natur gestört habe. Das wäre zumindest ganz witzig. Okay. Haben wir mal neuen Hasen umgebracht. Ja, so haben die auch ihren Beitrag geleistet für unser Level Up und wir haben alle erwischt. Sehr gut. Ich dachte kurz, da hinten wäre noch irgendwie eine Pflanze, aber das ist ja Blödsinn. Hier sind ja keine Pflanzen außer Winterruten. Nun gut, immerhin sind wir jetzt wieder hier.
Das heißt, ich kann jetzt immerhin zurück in die Stadt. Und von da aus werden wir dann in der nächsten Folge wieder zurücklaufen zum Steinkreis oben und dann hoffentlich ins Minental zurückkehren. Denn ein wenig Pause hiervon brauchen wir schon, haben wir uns auch verdient. So, war das hier das Richtige? Nee, natürlich nicht. Scheiße, du. Auf deiner Seite hätte ich gesagt, ey, du kannst ja vom Turm auch relativ schnell zur Stadt laufen, aber dann... Das wäre wieder eine dumme Aussage. Laufen wir da 5 Minuten. Ist das denn die Stadt? Ist das denn die Stadt, oder? Jo. Okay, immerhin. Okay, gut. Dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir uns auf zum Steinkreis und verdünnisieren uns erstmal wieder. Und die beiden, ne, die eine Quest können wir nicht weiter bearbeiten, die andere werden wir später bearbeiten. Und dann werden wir uns der Hüterklinge wieder annehmen. Und ich werde dann auch nochmal außerhalb der Aufnahme nach dem letzten verkackten Warant-Tabakbeutel suchen. Und dann werden wir wieder die anderen Quests noch angehen, ja, und die alten Problematiken hier bearbeiten. In diesem Zusammenhang sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss.